Ja, genau. Was? Die Truppe habe ich trainiert, wie ich gesagt habe, ne? Dass die Schwächsten jetzt alle Level 40 sind. Das waren Ruby und Moose. Die sind jetzt beide Level 40. Ein paar von den LP habe ich gesammelt, weil ich ja diese eine Fähigkeit noch haben wollte, bevor wir weiterziehen. Die können wir garantiert gebrauchen. Die lernen wir gleich mal. X sammeln. Ja, kannst du lernen und Jurist auch. So, zur Sicherheit. Ich habe Jurist zwar nicht im Team, kann es mir aber überlegen. Vielleicht von... wobei, Jurist ist kein Angriffsmagier. Jetzt habt ihr mehr nur einen Heiler, hm? Kann nicht so viel Kampf... Also Phoenix kann Juris nicht lernen. Okay, aber Ruby. Interesting. Ja gut, für den Fall, dass jemand wiederbelebt werden muss, haben wir jetzt X sammeln. Zweimal. Melfis ist ja weiterhin die Hauptheilerin. Und ja. Heilt das dann vollständig? Also muss ich mal gucken. Sagt er mir jetzt da nicht. Es kostet doppelt so viel wie das normale Sammeln. Keine Ahnung, mit wie viel ist dann wiederbelebt. Eventuell probieren wir das bei Gelegenheit aus. Ja. Ich habe die Truppe trainiert, indem ich aber hier ein bisschen hin und her bin. Und da ist ein Monster aufgetaucht, das ihr nicht gesehen habt dann, was schade war. Das ist nur ein Hundi. Wird aussehendes Viech, an das ich mich gar nicht erinnert habe. Mit dem ich nicht wirklich was anfangen kann. Au, au. Au, 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 au. Das spawnte leider sehr, sehr selten. Na, es will jetzt gerade nicht auftauchen. Dann lassen wir es. Sonst hätte ich euch die noch gezeigt. Aber die kamen, wie gesagt, wirklich nur sehr, sehr selten. Von denen gab es, glaube ich, auch mehrere Varianten. Die treffen wir vielleicht woanders noch. Oder jetzt? Nein. Weiter zum nächsten Ort hieß es. Aber nicht hierher, ne? Oder doch? Mologo ist mir jetzt unbekannt. Ich glaube, das ist der Ort, der gemeint ist, wo wir als nächstes hin mussten, ne? Stadt der Wissenschaft. Sogar mit einem Labor. Ah ja, genau, da war was. Wir müssen einen Wissenschaftler finden, der uns mit einem Luftschiff versorgt, weil ja die Höhle eingestürzt ist. Was hast du anzubieten hier, Shopkeeper? Ich habe wieder durchs Level noch ein bisschen Money. Waffen, mit denen man Drachen besiegen kann. Die hätte ich gebrauchen können beim Ahnendrachen. Dankeschön. An der Stelle sind wir schon vorbei. Drachentod. Wirksam gegen Drachen. Ja, schön. Treffen wir jetzt auf noch mehr Drachen. Soll uns das Spiel einen Hinweis geben, oder was? Wird auf jeden Fall besser sein als die Dunkelklinge. Die bringt mir nämlich zum Beispiel gegen so Untote wie die Vampire gar nichts. Aber wenn ich dir einen Bogen gebe, kannst du kein Messer mehr benutzen. Hm. Dieses Messer ist aber nicht für dich. Dann wird das für den Professor oder was das war sein, der dann noch kommt. Die Magierin werde ich jetzt mal nicht mehr mit weiteren Waffen ausrüsten, weil die sind ja eigentlich eher Zaubern. Der Speer ist so leicht, dass du ein Schild tragen kannst. Okay. Raketenfäuste. Alles klar.
Bap. Du brauchst auf jeden Fall mehr Angriff. Bei dir war es auch nicht schlecht. Ah, aber ich habe kein Geld mehr dafür. Lautsprecher. Musikbox. Hat einer Musikthema? Okay. Rüstung. Geld reicht nicht für alle, aber so ein bisschen. Ja, dafür reicht's nicht. Nein, die Multiklinge will ich behalten. Deinen alten Speer kann man wegtun. Die alte Faustwaffe. Den Panzer, den Wayne vorher getragen hat. So. Dann kann ich vielleicht noch ein paar... Oh ja, für dich. Defensive für die, die auf jeden Fall dabei sind. So. Gibt es dann noch Helme? Es gibt Schilde. Ein Schild kann ich mir noch leisten. Für meine Heilerin. So. Genug geshoppt. Ah, danke schön. Da sollte uns ein bisschen was helfen. Da ist zum Schlafen am Brunnen wieder irgendwas. Nein? Okay. Hallo, kleines Mädchen. Es gibt heiße Quellen auf der Golo-Insel. Der Professor versucht, eine anzubohren. Ja, warum nicht? Baden in der heißen Quelle. Ihr solltet nicht in das Labor da hinten gehen, da werden komische Dinge hergestellt. Okay. Komm, ihr versteckt hier doch wieder was. Aha. Was ist doch? Wir kommen später wieder zu dir, Innkeeper. Wenn wir deine Dienste brauchen. Da geht es zu dem Labor. Rechts das Labor, links die Kirche zum Speichern, okay? Der Turm der Sorge wird immer merkwürdiger. Ich bekomme Angst. Dein gutes Recht. Daraus ist der dritte Höllenfürst. Mit dem wird nie so zu spaßen sein. Der ist ja jetzt der nix stärkste. Ohoho, der ganz große Feuerzauber. Den... Wer hat das angewendet? Daraus? Daraus hatte das, glaube ich. Diesen Feuerzauber. Vernichten, sofortiger Tod für alle Feinde. Habe ich nicht genug Punkte. Panzer und Stärkste. Aber hallo. Du bist leider die mit der besten Magie. Du bist eine bessere Magiewert als Ruby. Aber Ruby kriegt das später auch noch. Bevor es zum letzten Kampf geht, gehe ich rum und werde alles aufleveln, alles lernen. Also mit der habe ich schon geredet. Alle Zauber, jeden Zauber lernen und die beste Ausrüstung geben. Das werden wir beim letzten Kampf wahrscheinlich brauchen. So, gehen wir mal ins Labor, würde ich sagen. Da wartet noch ein Charakter auf uns. Hier gibt es auch... Na, wobei, das ist noch ein Wohnhaus. Aha. Hier gibt es normalerweise nicht so viele Besucher. Nicht? Furcht ihr nicht so geile Sachen da in eurem Labor? Auf der Golo-Golo-Insel im Süden soll es viele verschiedene Arten von Schätzen geben. Können wir mal vorbeischauen.
Sieht so aus, als würde Professor Isaac wieder an etwas arbeiten. Der kommt gleich mit uns. Hoppala. Kleiner Bumerang. Ja, kann man mitnehmen. Der müsste uns jetzt das Luftschiff zur Verfügung stellen. Hier ist das Labor von Isaac Shire. Hier erforschen und erfinden wir tolle Dinge. Der Professor ist gerade nicht da. Er ist auf der Gologolo-Insel. Die Insel liegt südlich dieser Stadt im Meer. Danke für den Hinweis. Professor entstammt einer Familie von Genies. Da ist dann nachher das Boot. Nein, Quatsch. U-Boot. Wird unser Schiff ein U-Boot? Nee, daran erinnere ich mich gar nicht. Luftschiff bräuchten wir eigentlich eher. Gegengift an einem Riesenzahnrad. Alles klar. Mami sagt immer, dass Mädchen nicht an solche Orte gehen sollten. Sie ist so altmodisch. Das neue Zeitalter gehört den Maschinen. Man kann sich nicht länger auf unstabile Magie verlassen. Alles klar. Hoffentlich kommt der Professor gut allein zurecht. Die Gologolo-Insel ist voller Monster. Ach, wir schauen gleich nach ihm. Kein Problem. Häschen, wat? Häschen, Tablett? Wofür bitte steht TBL? Ist das eine Waffe? Was ist das? Ist ja ein Tablett. Alles klar. Es ist ein Schild. Dann kannst du deine Karte nicht benutzen. Wenn ich es ihr gebe, kann sie ihre Faustwaffe nicht mehr benutzen. Bei den beiden bringt das nichts. Und die habe ich nicht dabei. Alles klar. Ist da ein Häschenmuster drauf? Oder hat es die Form eines Häschenkopfes? Oder wie ist das denn gedacht? Wird da drin, kann ich das anfangen. Aber Häschentablett? Professor Isaacs Begabung ist fast eine Kunst. Er ist mehr ein Illusionist als ein Wissenschaftler. Seine Begabung täuscht das Publikum. Solange die Dinge, die er baut, funktionieren, weil sonst habe ich ein Problem. Gut, ja, dann müssen wir mit unserem Schiffchen den lieben Professor abholen, ja? Mal speichern. Den ganzen Kram, den ich nochmal lesen müssen. Und auf geht's. Da ist auch bestimmt wieder ein Dungeon auf der Insel, wo wir ihn erst drin finden müssen. Das Dumme ist, unser Boot ist da drüben. Hm. Jetzt muss ich hier erst dem ganzen Viehzeug vorbei. Lasst mich durch, ich will nur zu meinem Schiff. Das steht dummerweise da drüben. Ja, lasst mich doch durch. Nein, Moos, wir hauen ab. Spielen jetzt nicht mit den Vampiren. So. Komme ich da durch? Nee. Muss ich einmal da außen rumfahren? Ich muss von Mologolo nach Süden runter. Oh, hallo. Wie heißt du? Ammonit. Die kenne ich noch nicht. Auf die hauen wir jetzt mal drauf. Ja, okay, viel halten die nicht aus. Diese roten Muster drin sehen fast ein bisschen aus, als wären die blutig. Irgendwie merkwürdig. Zack. Leben tun sie nicht lange.
Tschüss, Abonitos. Moment. Da bin ich... Moment, da war ich aber auch noch nicht, weil wir ja woanders gefahren sind. Nein, Hundis, euch kennen wir schon. Der Tanba-Schrein. Nochmal so ein Schrein. Oh, mit dieser traurigen Melodie. Ich krieg schon wieder Gänsehaut. Oh. Moment, ein Speicher und ein Heilpunkt. Götterdrähne. Krafttropfen. Nehmen wir mal ganz frisch. Also. Die Tür da ist aber zu. Kann sein, dass wir dann nochmal wiederkommen müssen. Abgeschlossen. Ja, die muss uns irgendjemand aufmachen. Vielleicht kann der Professor die dann öffnen. Aber das riecht nach ein paar geilen, nützlichen Sachen, die wir gebrauchen können. Vielleicht irgendwelche magischen Waffen oder so. So, südlich. Ei! Noch mehr Ammoniten. Alles klar. Ich will doch nur runter zu der Insel. Du hast aber seltsam aussehende Tentakel. Damit würde ich mal lieber zum Doktor gehen. Die sehen nicht so gesund aus. Wie einer von euch haut Moos um. Ich müsste auch mal wieder LP in die Seelengrift stecken. Ist sie das da? Och komm, da passt man doch durch. Wohl nicht. Ist das die? Sie liegt direkt darunter. Golo-Golo-Höhle, ja. Ich glaube, hier sind wir richtig. Magie-Elixier, da ist nix. Ich glaube, der ist der Professor. Nein. Es ist wieder nur ein Assistent. Professor Isaac zog los, um nach heißen Quellen zu graben. Und, ja. Gut. Der Berg sah wie ein Vulkan aus. Und da gibt es öfter mal heiße Quellen in der Nähe. Wundert mich nicht. Wo geht's wohin? Da kann ich speichern. Boah. Okay. Dann machen wir das mal. Wenn du das schon anbietest. Nein, 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 nicht nochmal. Das passt schon. Das ist eine heiße Quelle. Sie ist sehr erfrischend. Kann man da was machen? Passiert da irgendwas? Ja, vielleicht geheilt. Wenn... Vielleicht. Ich glaube. Man muss nicht angeschlagen ein bisschen. Ne, im Schrein habe ich ja dann geheilt. Dann haben wir die nochmal Ammoniten. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Aber es kann sein, dass die heilt. Okay, Golo-Golo-Höhle. Wer hat sich diese komischen Namen ausgedacht? Oh, hallo. Vor dem sollten wir uns aber Nacht nehmen. Ein Kokatori. Gorgonen? Okay, wenn ihr meint. Gorgone war doch eigentlich mehr so die Frau mit den Schlangenhaaren, so wie Medusa und... Na wobei, ach Gott, sahen die nicht unterschiedlich aus? Es gab mehr als eine. Griechische Mythologie. Lange her. Aber Medusa war nur Gorgone, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und die hatte ja die Schlangenhaare. Okay, der Ochs hatte schon mal nicht mehr lang gehalten. Vor dem Kokatori ist mir nur Angst. Aufpassen.
Boah, sehr stark war der jetzt nicht unbedingt. Er hat bestimmt Versteinerungsblick. Kennen wir doch. Final Fantasy Spieler kennen sie auch. Da kommen sie auch öfter mal vor. Oh, hallo? Ein Clown. Okay. Hält auch nicht lange. Bin ich jetzt dieser Höhle überlevelt? Dadurch, dass ich da ein bisschen trainiert habe. Antares und ein Steingolem. Aha. Au, der ist auch schneller als wir. Na gut. Ich glaube, ich bin ein bisschen drüber. Gut, ein paar von denen haben ja auch neue Waffen. Illusionsschweife sowieso saustark. Na gut, dann wird das ja wohl fast ein Spaziergang hier. Ein paar alte Texte finden würde ich auch gerne. Kommt schon Geheimgänge. Hoppala, was Untotes. Oh, Mumien. Dürfen irgendwie auch in keinem Spiel fehlen. Kann das sein? Mumien. Und tschüss. Ja, die geben nur gering mehr Erfahrungspunkte. Oh, alter Text. Gering mehr Erfahrungspunkte als die Viecher auf der Karte. Nochmal derselbe. Neugierig. Was haben wir hier? Gespenst und ein Samurai. Ich weiß jetzt nicht, ob wir Waffen haben. Ja, doch. Wir haben Waffen, die einem Gespenst was tun können. Okay. Das ist ja bei diesen Geisterviechern immer mal so eine Sache. Dankeschön. Tschüss. Aber jemanden kurz heilen. Das sollte aber hiermit schon erledigt sein. Zack. So. Gehen wir mal weiter den Professor suchen. Punkte sammle ich mal noch ein bisschen. Falls wir jemanden Volltreffer beibringen wollen, muss ich wahrscheinlich die ein oder andere Seelenkraft noch aufwerten. Ja, Level Ups, gut. Schadet nicht. Da ist noch ein Koka. Oh ja, komm her. Da ist noch so ein Ochse. Brauchst dich nicht, komm her. Gut, ich verstehe auch, warum sie es vor uns haben. Sie überleben unsere Begegnung nicht lange. Okay, wir wollen nicht wieder hoch, wir wollen weiter runter. Kiste ist immer gut. Noch ein Geheimgang? Nee. Schade. Da. Noch ein paar Kisten? Nee. Okay. Okay, das
Das war sehr kurz. Ui. Zwei von denen. Ah. Vor dem nächsten Boss gucke ich mal, was das mit dieser Rolle Volltreffer so auf sich hat. Weg mit dem Geist. So. Dein komischer Schockwellenangriff ist ja nicht so wirklich der Brüller, Samurai. Der kitzelt meine Leute ein bisschen, aber mehr auch nicht. Oha, hier ist viel los. Okay, dieser Ninja da, der bewegt sich nur mit uns. Ah, kleines, schnelles Ding, du. Aber alles gerade nicht so wirklich gefährlich hier drin. Ich bin mal gespannt, hier ist bestimmt auch wieder irgendein Boss. Er schreit geradezu danach. Das ist wieder ein Dungeon. Ich halte mal die extra Aktionspunkte da für diese ganzen Spezialfähigkeiten mal lieber oben. Weil ich nicht weiß, wie weit es geht. Den hängen wir da ab. Was bist du? Oh, hallo. Königshydra und Corona. Okay, die fangen langsam an weh zu tun. Die fangen langsam an weh zu tun. Und sie sind schnell. Ach du meine Güte. Naja, wir machen doch mal einen Spurt. Ah, du bist schneller als Spurt. Du bist schneller als Day. Das ist gefährlich. Wenn die mal ganz blöd so eine Reihe angreifen... Fällt mir Melfis um oder so. Das wäre nie so genial. Okay, vor diesen Hydras muss ich aufpassen. Komm, da ist so viel Raum in der... Ja, das ist auch so viel Platz in der Richtung, da muss doch ein Geheimraum sein. Gib dein Loot. Es ist jetzt eine Höhle in einem Vulkan. Das könnte hier der Boss sein. Diese Drachentöterwaffe haben wir, glaube ich, hauptsächlich wegen der Hydra. Oder kommt hier nochmal ein Ahnendrach oder sowas? Bin mal gespannt. Er kann hier nicht einfach nur nach heißen Quellen buddeln, ohne dass das jetzt hier irgendwas verärgert. Das ist ein Japano-RPG, so.
Irgendwas wird uns hier angreifen. Zusätzlich zu den Monstern, die hier eh schon rumrennen. Jetzt, also. Ich muss Ruby heilen, bevor sie mir da umfällt. Nächsten. Und ich glaube, ich tausche mal Deckard und Randolph aus. Will mal wissen, was seine Waffe da jetzt für Schaden macht. Er hat auch so geile Fähigkeiten. Denn wir vielleicht, also beim Boss auf jeden Fall was anfangen können. Und er hat mehr HP. Ist besser, glaube ich, in der vorderen Reihe zu stehen. Er hat eigentlich. Was hast du eigentlich noch für. Ruby ist gelb. Okay. Noch ein Speed Booster. Ja, ich will den HP Booster eigentlich da belassen. Deswegen will ich hier Monster drin belassen. Sina ist unser Kampfmagier. Ich werde sie noch brauchen. Sonst würde ich sie austauschen. Ruby greift halt mit ihren Karten zweimal an. Deswegen will ich sie drin lassen. Die müsste eigentlich auch noch ein bisschen aufgewertet werden. So.